Es gibt in vielen deutschen Großstädten Viertel, in denen fast schon Gesetzlosigkeit herrscht. Oliver Jarasch berichtet aus Berlin. Die Gesetzlosen von Neukölln. Es ist kein Titel für einen Großstadtkrimi, sondern spiegelt ein Problem in Berlins größtem Bezirk. Der Rechtsstaat ist auf den Kopf gestellt, sagt Bürgermeister Buschkowski, weil sich Großfamilien aus dem Libanon komplett verweigern. Es sind Familien, die sich offenbar entschieden haben, außerhalb der Rechtsordnung zu leben. Es lebt sich offenbar gut außerhalb der Rechtsordnung. Einer hat es vorgemacht. Er nennt sich selbst El Presidente. Hier Archivaufnahmen einer Party im Rotlichtmilieu. 2005 wurde der Clan-Chef von einem Spezialeinsatzkommando gestellt. Er gehört zu einer von vielen Großfamilien, die vor Jahrzehnten aus dem Libanon geflüchtet sind. Sie gelten als Staatenlose, können nicht abgeschoben werden. Aber die Polizei kennt die kriminellen Strukturen genau. Wir schauen uns ungefähr 20, 30 Familien an und ungefähr 8000 Menschen beinhalten. Also es ist nicht unbedingt eine sehr große Zahl, die hier eine Rolle spielt. Es geht einfach um die Intensität. Selbst wenn es zu Verurteilungen von Haft kommt, wird das eher als Adelsschlag und als Ritterschlag angesehen. Also das ist schon ein eigenes Netzwerk, wie wir das auch aus Filmen kennen. Beispiel Familie O. Von den 15 Kindern sind zwei Brüder tot, nach einem Raubüberfall auf der Flucht vor der Polizei gegen den Baum geprallt. Monate vorher hatte der jüngere von ihnen einen Rentner totgefahren, Fahrerflucht. Ein anderer Sohn ist in der geschlossenen Psychiatrie, gilt als gemeingefährlich. Ein weiterer Bruder prügelt mit 12 Jahren seine Lehrerin krankenhausreif. Inzwischen ist er Polizei bekannt, zur Schule geht er nicht. Sein kleiner Bruder, wegen Körperverletzung angezeigt, alles eine Familie. Der Vater, selbst wegen verschiedener Delikte verurteilt, hält seine schützende Hand über die Familie. Weil die Struktur so ist, muss man für die individuellen Straftäter immer wieder befürchten, dass wir zwar Erfolge haben bei der Ermittlung, dass wir Erfolge haben bei der Ahndung von Straftaten, aber wahrscheinlich keine Erfolge in der Nachhaltigkeit, weil die jungen Menschen kehren zu ihren Sippen zurück. Und die Struktur der Sippe, die wird nicht angefasst. Gerade hier will Jugendrichterin Kirsten Heisig ansetzen und den Kreislauf durchbrechen. Letztlich müsse solchen Familien das Sorgerecht für die Kinder entzogen werden. Wenn ich dann anhören muss, mir von Sozialarbeitern sagen lassen muss, wir werden bespuckt und bedroht, wenn wir also einen Hausbesuch machen, nur um Hilfe zu leisten, dann finde ich das keinen hinnehmbaren Zustand. Ich bin auch nicht bereit, mir anzuschauen, dass die Kinder flächendeckend nicht in die Schule geschickt werden. Mir geht es um die Kinder. Und das sind viele und die gebe ich nicht auf. Die türkischstämmige Autorin Güner Balci hat die Konflikte auch unter Migranten als Sozialarbeiterin selbst erlebt. In ihrem Buch Arab Boy beschreibt sie eindringlich die Situation der verlorenen Kinder. Natürlich müsste man sich viel mehr für diese Leute verantwortlich fühlen. Also ganz speziell für die Kinder und für die Jugendlichen. Weil die wachsen ja in ein System rein, wo ganz klar ist, wie dann ihre Perspektive ist, nämlich hoffnungslos. Das heißt, also die werden nie in dieser Gesellschaft hier ankommen. Störungen unerwünscht. Diese Erfahrung machen auch wir vor einiger Zeit bei Familie O. Jetzt versuchen wir erneut, mit dem Vater in Kontakt zu treten. Diesmal werden wir in die Wohnung gebeten, ohne Kamera. Sie seien eine ganz normale Familie, betont er und wettert wild über die Polizei, Medien und das Jugendamt. Es bleibt eine Herausforderung, zumindest die Kinder in die Gesellschaft einzugliedern.